Nun wissen Sie, dass Ihr eigenes Aktienportfolio so sicher ist wie ein Indexfonds. Aber kriegen Sie mit Ihrem eigenen Aktienportfolio auch das gesamte Renditepotenzial eines Indexfonds? Nun, nicht einmal Indexfonds kriegen das ganze Renditepotenzial eines Marktes. Denn Indexfonds sind nicht, was Sie wirklich denken. Zum einen entscheiden Firmen, ob sie an die Börse gehen wollen. Aus diesem Grund sind die Branchen an der Börse nicht dieselben wie die Branchen in der realen Wirtschaft. Sogar der größte Index der Welt, der Standard Poor's 500 in den Vereinigten Staaten, hat einen Branchenmix, der komplett anders ist als die Branchen in der realen Wirtschaft. In anderen Ländern ist das noch schlimmer. In der Schweiz zum Beispiel kriegen sie zu viele Banken und viel zu viele Pharmaunternehmen. Weil ein Indexfonds nicht der Markt ist, schöpft auch ein Indexfonds nicht das gesamte Renditepotenzial eines Marktes aus. Zudem sind die Aktien in einem Indexfonds gewichtet. Das heißt, ein Indexfonds ist viel konzentrierter als die reale Wirtschaft. Wenn gerade Technologie in Mode ist, haben Sie zu viele Technologieaktien. Wenn gerade Banken in Mode sind, zu viele Bankenaktien. Diese Gewichtung der Indexfonds wird primär deshalb so gemacht, weil man dann einfach ein Finanzprodukt machen kann und nicht, weil es besser den Markt spiegelt oder sie eine höhere Rendite erzielen. Weil ein Indexfonds nie den gesamten Markt abbildet, sondern immer nur ein Teil davon, ist er nicht besser oder schlechter als Ihr eigenes Portfolio. Und das ist der entscheidende Punkt. Ob Sie Aktien kaufen oder einen Index, Sie treffen immer eine Auswahl und Sie kaufen nie den gesamten Markt. Das ist auch okay so, denn niemand weiß, welcher Teil vom Markt welche Rendite erzielt. Und weil auch Sie das nicht wissen können, ist Ihr eigenes Aktienportfolio in Bezug auf Renditepotenzial das gleiche wie ein Indexfonds. Merken Sie sich also, in puncto Renditepotenzial ist Ihr eigenes Portfolio das gleiche wie ein Indexfonds. Und zwar deshalb. Erstens, weil ein Indexfonds nicht den gesamten Markt abbildet. Und zweitens, weil die Zusammensetzung des Indexfonds nicht repräsentativ ist für den gesamten Markt. Und weil Sie nicht wissen können, welche Teile vom Markt welche Renditen haben werden, ist Ihr eigenes Portfolio in puncto Renditepotenzial das gleiche wie ein Indexfonds.